Hallo, lieber Krebs, ich begrüße dich zu deiner zweiten Mai-Legung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist und natürlich hoffe ich so wie immer auch, dass es dir richtig gut geht. Ja, lieber Krebs, ich habe mir jetzt ganz einfach mal gedacht, ich mache jetzt mal eine zweite Legung oder zweite monatliche Legung für die Sternzeichen sozusagen, weil ich ganz einfach mal Lust drauf hatte. Ob ich das Ganze jetzt immer mache, kann ich nicht versprechen, weil es ja immer mal sein kann, dass bei mir irgendwas dazwischen kommt, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Und genau, ich würde dir jetzt aber erstmal das Kartendeck vorstellen, was du vor dir siehst. Ich verwende hier für dich das Seelenreisetarot von der Julia Aurelia. Ich denke mal, ihr werdet sie mit Sicherheit kennen. Sie hat auch einen YouTube-Kanal und legt auch Karten, ne? So, und so wie immer verwende ich auch ebenfalls auch noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, dass es jetzt auch losgeht mit deiner Legung für den Zeitraum Mitte Mai, lieber Krebs. Das Ganze kann sich natürlich auch bis Ende Mai ungefähr hinziehen, ne? Bedenke bitte, dass das hier eine allgemeine Legung ist. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und des Weiteren könnte jetzt diese Legung für dich sein oder etwas für dich sein, wenn du wenn du den Krebs im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. So, dann würde ich sagen, los geht es. Krebs. Mitte Mai. Was bringt der Zeitraum Mitte Mai dem Kollektiv der Krebse? Mitte Mai. Mitte Mai Krebs. So, Mitte Mai Krebs. Der Zeitraum Mitte Mai Krebs. Krebs. Noch zwei Karten bitte für die Krebse für den Zeitraum Mitte Mai. Noch eine Karte bitte für die Krebse Mitte Mai. Ja, alles klar. So, lieber Krebs, die Karten lege ich jetzt erstmal einigermaßen ordentlich ins Bild, sodass es nicht ganz so chaotisch aussieht und ein bisschen ordentlich. Und dann würde ich sagen, geht es los. Okay, lieber Krebs, ich beginne und zwar mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist jetzt für dich für den Zeitraum Mitte Mai die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Die große Überschrift ist es sozusagen. Es kann aber lediglich auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lass uns doch mal schauen, lieber Krebs. Und da haben wir jetzt hier für dich, okay, das sind die fünf der Kelche. Es gibt hier also noch etwas, lieber Krebs, was dich immer noch, ja, was dich immer noch enttäuscht, was dich traurig stimmt. Ne, das ist wirklich, das sind die Verletzungen der Vergangenheit, die hier im Zeitraum Mitte Mai, vielleicht sogar auch jetzt schon Anfang Mai bis Ende Mai, was hier auf jeden Fall eine gewisse Rolle spielt, ja. Diese Karte sagt aber ebenfalls auch aus, hey Krebs, ja, es ist nicht unbedingt immer alles gelaufen, wie du gehofft hast, wie du gedacht hast, aber es ist auch nicht alles verloren, ja. Also hier wird ebenfalls auch gesagt, dass es durchaus sein kann, lieber Krebs, dass du dich eher auf das fokussierst, was du nicht hast, anstatt dich auf das zu konzentrieren, was du bereits hast. Ne, das ist auch immer so eine Energie der fünfter Kelche. Das ist eine Energie der deprimierenden Stimmung. Man ist sehr, sehr traurig, man ist enttäuscht. Es geht um einen Verlust, den man wirklich hier bedauert und auch betrauert. Das spielt hier bei euch auf jeden Fall noch Mitte Mai eine Rolle. Ne, die Verletzungen der Vergangenheit. Wir haben jetzt hier drunter die drei der Münzen, wo ich aber auf jeden Fall das Gefühl habe, lieber Krebs, dass dir dabei geholfen wird. Irgendjemanden scheint es ja wirklich zu geben, der dir wirklich dabei hilft, das Vergangene aufzuarbeiten. Ne? Und wenn es da niemanden irgendwie gibt, dann sehe ich ganz generell natürlich, dass du das angehst. Warte mal, lieber Krebs, ich muss mal eben das Fenster zumachen, weil meine Nachbarn unterhalten sich lautstark. So, ich entschuldige mich für die kurze Unterbrechung, aber meine Nachbarn waren gerade sehr, sehr laut und das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Also, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Wir sehen hier auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn es da niemanden gibt, der dich irgendwie dabei unterstützt, damit du hier gewisse Dinge aufarbeitest oder auch loslässt, dann machst du es alleine und sagst jetzt, okay, ich bin jetzt wirklich bereit, mir gewisse Dinge anzuschauen. Und ich habe auch das Gefühl, lieber Krebs, dass nun die Zeit wirklich für dich reif ist, dich diesen Dingen zu stellen und die Vergangenheit wirklich ruhen zu lassen. Ja,
Das ist wirklich die Botschaft, die ich wahrnehme. Weil die drei der Münzen ist auch immer so die Energie von, ist der Schüler bereit, tritt der Meister auf den Plan. Also, lieber Krebs, ich habe das Gefühl, du bist nun bereit, hier das Vergangene ruhen zu lassen. Wir haben jetzt hier, das habe ich schon gesehen, das ist jetzt der Teufel. Ne? Also kann es durchaus sein, dass es vielleicht bei einigen von euch auch um eine toxische Dreieckskonstellation gehen könnte, ne? Was jetzt hier immer noch hier eine Rolle spielt, was dich traurig stimmt, ne, und so weiter. Aber des Weiteren, hier wird auf jeden Fall daran gearbeitet, sich von, ja, Co-Abhängigkeiten zu befreien, sich von Süchten zu befreien, sich von allem zu befreien, was dir eben nicht mehr gut tut, ja? Okay, lieber Krebs, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier für dich rausgefallen ist. So, da haben wir jetzt als erstes für dich der Bube der Schwerter. Bei dem Buben der Schwerter gibt es auf jeden Fall gewisse Ideen, die du hier haben könntest, wo es darum geht, diese nun ebenfalls zu verwirklichen. Der Bube der Schwerter ist jemand, der ist wissbegierig, der hat Lust, Neues zu lernen, der hat, es geht um Offenheit, es geht um gewisse Erkenntnisse, die jetzt ebenfalls auch zu dir kommen. Also hier, lieber Krebs, habe ich bei dir wirklich den Eindruck, im Zeitraum Mitte Mai, dass du da auf jeden Fall Klarheit bekommst, was es mit deinen Verletzungen der Vergangenheit, mit deinen Urwunden ebenfalls auch wirklich auf sich hat. Ja, der Bube der Schwerter ist jemand, guck mal, der liest hier ein Buch, der bildet sich auf jeden Fall weiter. Lieber Krebs, es kann ebenfalls auch sein, dass du hier wirklich, wenn es hier wirklich darum geht, die Vergangenheit loszulassen, dass du zum Beispiel mit Affirmationen arbeitest, mit positiven Affirmationen zum Beispiel, ne, was dir auf jeden Fall helfen kann, wieder in eine positive Stimmung sozusagen zu kommen. Und ich spüre hier gerade, lieber Krebs, wenn du jetzt zum Beispiel sehr, sehr traurig bist oder generell auch total pessimistisch gerade bist, dann hilft es dir natürlich nicht, gewisse Affirmationen runterzuleiern, ne, weil das bringt nichts, ne. Aber hier sehe ich auf jeden Fall generell, hier wird auf jeden Fall irgendetwas gemacht, um, ja, damit man hier quasi an sich selber arbeitet, damit man die Vergangenheit verarbeitet. Das ist auf jeden Fall das, was ich hier wirklich sehe. Natürlich kann es des Weiteren auch bedeuten, dass du nochmal einen Kurs besuchst, dass du dich weiterbildest. Der Bube der Schwerter steht allerdings auch selten, oder es kommt auch hin und wieder vor, dass der auf jeden Fall für Gespräche steht, für Kommunikation, für Nachrichten, manchmal auch so ein bisschen für Streitlust und Provokation. Wir müssen aber mal gucken, womit das Ganze hier zu tun hat. Wir gucken weiter, dann haben wir jetzt hier für dich die Liebenden. Okay, die Liebenden, da geht es auf jeden Fall natürlich um den zwischenmenschlichen Bereich, ne? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall mit Zwillinge-Energie zu tun. Vielleicht hast du mit einem Zwilling zu tun oder du glaubst, dass jemand deine Zwillingsflamme ist, sowas in der Richtung. Das kann es auch bedeuten, ne? Wir haben jetzt hier doppelte Luftenergie. Also hier geht es eindeutig um die Kommunikation beziehungsweise auch um die Gedanken sozusagen. Also hier kann es wirklich bedeuten, Neuigkeiten bezüglich einer bestimmten Verbindung oder aber man wartet sozusagen auf Neuigkeiten. Des Weiteren kann es auch bedeuten, dass es sich hierbei vielleicht auch wirklich um Konflikte handeln könnte. Ja, aber wie gesagt, der Bube der Schwerter ist auch jemand, der kann auf jeden Fall Dinge raushauen, ohne drüber nachzudenken. Also falls du das durchmachst oder durchgemacht hast, dann sieht man auf jeden Fall darüber immer noch die Enttäuschung. Ja, gut, wir gucken weiter. Dann haben wir jetzt hier für dich die Herrscherin. Die Herrscherin, das ist eine durchaus sehr, sehr schöne Energie. Die Herrscherin steht auf jeden Fall für Fülle, für Wachstum. Das ist Venus-Energie. Also geht es gegebenenfalls natürlich auch um die Liebe, ne, aber vor allem auch um die Selbstliebe. Der Selbstwert spielt hier ebenfalls auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also kann es hier wirklich bedeuten, lieber Krebs, dass du jetzt hier wirklich mit Affirmationen zum Beispiel arbeitest, um deinen Selbstwert, deine Selbstliebe zu erhöhen, dass du allgemein wirklich Bücher liest, die dir wirklich auch sehr, sehr gut tun, dass du generell irgendetwas Neues lernst, was mit dem Thema Schönheit vielleicht zu tun hat oder Liebe, etwas, was dich interessiert, möglicherweise auch im Bereich Finanzen oder deine Bestimmung, deine Seelenmission sozusagen. Auch sowas ist hier auf jeden Fall nicht auszuschließen. Ja, wir gucken mal weiter. Okay. Was ich ja auf jeden Fall sehe, lieber Krebs, ist, dass dein Selbstwert sich ebenfalls auch erhöht, wenn es jetzt allgemein um bestimmte Beziehungen geht. Ja, dass du eben sagst, okay, ich lasse nicht mehr alles mit mir gefallen. Oder mit mir machen, besser gesagt. Ich lasse mir nicht mehr alles gefallen. Und ich setze jetzt hier wirklich Grenzen. So, was haben wir hier? Das ist die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, das kannst jetzt hier durchaus du sein, lieber Krebs. Also du bist durchaus natürlich sehr, sehr gefühlvoll. Du bist sehr, sehr verständnisvoll, sehr, sehr, ja, in deinem Element kann man hier auf jeden Fall sagen, ne? Also ich habe schon auf jeden Fall das Gefühl, dass es deine Energie mitunter auch ist. Bei einigen anderen von euch habe ich jetzt eigentlich auch eher das Gefühl, dass es nicht unbedingt um den zwischenmenschlichen Bereich gehen muss, sondern dass es hier wirklich eher auch mit um die eigene Bestimmung geht, deine Seelenmission, deine Berufung sozusagen, ne? Und dann habe ich hier wirklich das Gefühl, dass du wirklich dazu aufgerufen bist, Mitte Mai,
Entscheidungen zu treffen, die sich für dich wirklich richtig anfühlen. Ja, also hier Königin der Kelche gespiegelt auf die Liebenden. Es wird hier wirklich allerhöchste Eisenbahn, Herzensentscheidungen zu treffen. Es kann sogar auch sein, dass du hier mit jemandem beruflich gesehen wirklich zusammenarbeitest oder vielleicht dich auch wirklich selbstständig machst, sozusagen, dass du einfach mal sagst, hey, ich verdiene mehr. Ich verdiene es, gutes Geld zu verdienen. Ich verdiene es, erfolgreich zu sein. Ich verdiene es. Punkt, Punkt, Punkt. Ne, das weißt du jetzt wirklich am besten. Wie gesagt, bei einigen von euch hat das ja auch definitiv etwas mit dem Bereich Beruf, Karriere zu tun und oder vielleicht auch wirklich mit dem Thema zwischenmenschlicher Beziehung. Das ist auch das, was ich bei einigen von euch sehe, weil ich habe bei einigen von euch immer noch gewisse Unsicherheiten. Unsicherheiten, was dein eigener Selbstwert betrifft, was möglicherweise auch dein Aussehen betrifft. Ne? Also ein wirklich geringes Selbstwertgefühl scheint hier bei einigen von euch immer noch eine gewisse Rolle zu spielen. Wo ich aber trotzdem den Eindruck habe, daran wird bereits gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, weil wir haben hier einen Engel. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass hier die Engel da wirklich mit dir zusammenarbeiten möchten oder dass du auf jeden Fall die Möglichkeit hast, sagen wir es mal so, mit den Engeln hier zusammenzuarbeiten, um dich hier wirklich von Süchten zu befreien, dich von deiner Vergangenheit zu befreien, dich von irgendetwas zu befreien, was dich total runtergezogen hat, was dich total traurig gemacht hat, wie Menschen dich behandelt haben, unabhängig jetzt von der Liebe zum Beispiel, ja. Also bei einigen von euch gibt es hier noch gewisse Dinge aus der Vergangenheit und das ist nämlich genau der Grund, warum du dein vollstes Potenzial noch nicht wirklich lebst oder gelebt hast, warum du bisher keine Entscheidungen getroffen, ja genau, warum du bisher keine Entscheidung getroffen hast, die sich auch wirklich richtig für dich anfühlen. So, dann haben wir hier für dich, das ist der Ritter der Schwerter. Also, was ich hier auf jeden Fall sehe, es geht ja bei dieser Energie auf jeden Fall natürlich um Strategie. Du siehst es, Schach ist ein strategisches Spiel sozusagen. Ne? Da ist auf jeden Fall Strategie erforderlich, sehr viel Intelligenz auf jeden Fall auch. Also hier, was ich bei dir auf jeden Fall sehe, ja, da ist Intelligenz. Ja, du bist durchaus sehr, sehr intelligent. Ne? Wir haben hier Zwillinge-Energie und bei Zwillinge geht es ja auch um die Intelligenz sozusagen, das Wissen. Ne? Also was ich hier wirklich spüre bei dir, lieber Krebs, du hast enormes Wissen in dir. Ne? Und jetzt geht es hier wirklich für einige von euch darum, das mit der Welt ebenfalls auch zu teilen und dir deiner selbst auch wirklich sicher zu sein, dass du wirklich sagst, hey, ich bin gut in dem, was ich tue. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich darin Menschen ebenfalls auch unterstütze mit dem, was ich eben sage, sehr gut kann. Es kann vielleicht auch sein, dass du hier ein Künstler bist oder eine Künstlerin. Auch sowas ist hier bei einigen von euch natürlich nicht auszuschließen. Aber ich muss auch sagen, ich habe hier trotzdem immer noch Konfliktpotenzial, weil wir haben hier durchaus die Hofkarten der Schwerter, die nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen, beziehungsweise die schon auf Angriff sind. Ne? Also das ist auf jeden Fall schon so eine Energie. Ich will unbedingt gewinnen. Ich weiß alles besser und ich bin sehr, sehr rücksichtslos. Ich sage nicht, dass du jetzt unbedingt so bist, aber es kann durchaus sein, dass die Person es sein könnte, mit der du es zu tun hast oder hattest. Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, lieber Krebs, ich meine, du wurdest hier wirklich sehr, sehr stark verletzt. Verbal auf jeden Fall, ne? Weil wir haben hier die Schwerter, den Buben und den Ritter der Schwerter und das sind durchaus natürlich verbale Energien. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Heavenly Bodies Astrology Deck. So, schauen wir mal. Mitte Mai Krebs. Was kommt jetzt im Zeitraum Mitte bis ja, Ende Mai auf die Krebse zu. Mitte Mai Krebs. Mitte Mai Krebs. Okay, da kommt auch schon der Stopp. Die eine muss ich mal eben kurz aufheben. Okay. So, die Karte habe ich auch schon gesehen. Deswegen würde ich sagen, fange ich jetzt auch einfach mal mit der an. Wir haben hier Widderenergie. Also, lieber Krebs, es kann ja bedeuten, dass du es zum einen mit einem eventuellen Widder zu tun hast, Sonnenmond Aszendent. Des Weiteren kann es natürlich aber auch bedeuten, dass du vielleicht Aszendent Widder bist oder
Ja, dass du vielleicht Sternzeichenwidder bist oder hast Aszendent Krebs, auch sowas ist möglich. Aber vor allem geht es hier eher um die Eigenschaften der Widder. Und Widder sind auf jeden Fall unabhängig, sie sind mutig bzw. tapfer und sie sind ja durchaus leidenschaftlich. Also, die Wahrscheinlichkeit hier, lieber Krebs, ist dann doch schon recht hoch, dass hier deine Leidenschaft auf jeden Fall wiederkehrt, ne? Widder-Energie ist eine Kampfesenergie. Man kämpft hier wirklich für etwas. Man beginnt sich sozusagen durchzusetzen. Man zieht Grenzen, ja? Widder sind auf jeden Fall auch die Nummer 1 im astrologischen Kreis sozusagen, also das erste Sternzeichen im astrologischen Kreis, wo ich auch wieder das Gefühl habe, ja, zum einen ein Neubeginn, aber zum anderen habe ich auch das Gefühl, lieber Krebs, dass du jetzt auch beginnst, dich für dich selber zu entscheiden, dass du beginnst damit, dich selber an erste Stelle zu setzen und nicht irgendjemand anderen, der dein Mitgefühl, der deine Gefühle allgemein, deine Zeit und so weiter nicht verdient. Ne, das ist auch das, was ich hier durchaus wahrnehme. Des Weiteren, ja, deine Leidenschaft spielt auf jeden Fall eine Rolle. Dein Kampfgeist ist hier sozusagen gefordert. Aber lass mich erstmal weiter gucken. Unten drunter haben wir hier für dich das Luftelement. Hitzige Kommunikation habe ich das Gefühl, weil der Herrscherplanet vom Widder ist durchaus der Mars. Und Mars steht bekanntermaßen natürlich für Kriege, für Konflikte, Impulsivität und für Aggression. Also die Wahrscheinlichkeit ist bei einigen von euch dennoch sehr, sehr hoch, dass man sich entweder angegriffen fühlt, sehr, sehr leicht, also sprich du eventuell, ne, dass einige von euch immer noch in so einer Haltung sind, wo man sich sehr, sehr schnell angegriffen fühlt, wo man ein bisschen übersensibel reagiert oder wo man einfach, ja, auch so ein bisschen dramatisch gerade ist, wo man aus einer Mücke den Elefanten auch so ein kleines bisschen macht, ne? Und wo man, habe ich das Gefühl, lieber Krebs, es kann sein, dass du vielleicht überreagieren könntest, dass du da einfach eine Phase hast, wo du überreagieren könntest. Zum Beispiel sind vielleicht ja irgendwelche astrologischen Konstellationen, die du da merkst und spürst. Ne? Das kann jetzt bedeuten natürlich. Aber die Königin der Kelche, ich muss es dir sagen, die ist vorhin leicht umgekehrt rausgefallen. Und die Königin der Kelche umgekehrt steht auf jeden Fall auch schon so ein bisschen für eine Drama Queen, für eine Bedürftigkeit. Und ebenfalls aber auch für, naja, ich will nicht sagen Manipulation, aber schon so für dieses Verführerische. Also entweder hast du es mit so jemandem zu tun, der in gewisser Art und Weise vielleicht ein bisschen dramatisch ist, eine kleine Drama Queen oder Drama King, sowas in der Richtung. Aber dennoch kann es sein, dass es auch einige von euch betrifft, ja. Ich will dich damit jetzt nicht runterziehen, aber ich bin hier absolut ehrlich zu dir, lieber Krebs. Natürlich, das Luftelement scheint hier wirklich für viele von euch eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Ne? Da geht es wirklich um Objektivität und es geht hier um das Lernen und ebenfalls auch um eine offene Geisteshaltung. Also es kann hier wirklich bedeuten, Kommunikation, deine Gedanken spielen hier eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber ebenfalls auch wieder das Lernen. Also ich sehe hier auf jeden Fall, dass du hier etwas Bestimmtes für dich lernst, ja? Was dich hier interessiert sozusagen. Wir gucken weiter, dann haben wir jetzt hier für dich Wassermann. Ein Wassermann kann hier eventuell eine Rolle spielen bei dir, lieber Krebs. Beziehungsweise bei Wassermann geht es ja auch immer um Einzigartigkeit, es geht um Originalität, es geht um die Zukunft, es geht um, ja, manchmal steht Wassermann auch für Wunscherfüllung, aber generell Wassermann steht auch für Freundschaften. Also es kann ja wirklich bedeuten, dass es ja auch um Freundschaften gehen könnte bei dir. Vielleicht gab es da irgendwelche Enttäuschungen, was mit einem Freund zu tun hat oder einer Freundin. Vielleicht war da jemand ein kleines bisschen übersensibel, sag ich mal. Ein kleines bisschen zu stolz, vielleicht auch sowas in der Richtung, oder hat hier Dinge rausgehauen, ohne drüber nachzudenken. Also war dir gegenüber schon recht empathielos. Ja, das kann hier durchaus ebenfalls auch noch mit eine Rolle spielen. Na, und da habe ich das Gefühl, dass das Ding oder dass das einfach noch nicht so wirklich gegessen ist für dich. Ne? Das kann es jetzt hier auch bedeuten. Des Weiteren habe ich das Gefühl, dass hier Wassermann für dich jetzt auch noch sagen möchte, dass du dich jetzt nun wirklich im Bereich Beruf, Berufung, dass du jetzt damit beginnst, etwas Neues zu lernen, auf jeden Fall. Was auf jeden Fall, vielleicht in Bezug auf etwas mit Astrologie, habe ich bei einigen von euch, weil Wassermann steht auch für Astrologie, ne, für die Sterne sozusagen. Aber generell irgendetwas, was dich hier wirklich interessiert, dass du da diesbezüglich etwas Neues lernst, was hier etwas mit deiner Berufung, mit deiner Seelenaufgabe zu tun hat. Auf jeden Fall irgendetwas, was wirklich dich darstellt. Weil, wie gesagt, Wassermann ist die Energie von Authentizität. Ja. Also hier geht es auf jeden Fall sehr, sehr stark darum, lieber Krebs, dein Ding zu machen. Ja. Gut, hier haben wir nun für dich, das ist Stierenergie. Haben wir hier übrigens auch mit der Herrscherin. Und bei Stier geht es auf jeden Fall natürlich um Sinnlichkeit, es geht um Geduld und es geht hier auch um Vertrauen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine gegensätzliche Energie zu Widder. Entweder hast du es hier wirklich mit diesen Sternzeichen zu tun, also Wassermann, Stier und Widder.
Stierenergie ist auf jeden Fall wirklich auch eine Energie, die geht ein bisschen langsamer vorwärts. Ja, das ist eine langsamere Energie, aber dafür ebenfalls auch eine sehr, sehr loyale und hingebungsvolle und fleißige Energie. Widderenergie ist schon relativ das Gegenteil, also sprich, dass es darum geht, ja, schon eine gewisse, ja, dass es da wirklich um das Handeln geht. Da geht es um Aktion, da geht es wirklich um vielleicht auch so ein kleines bisschen um Ungeduld, ne? Also das kann es jetzt hier ebenfalls auch wirklich bedeuten. Vielleicht ist es so, dass du in Bezug auf dein Gegenüber sehr, sehr ungeduldig bist. Das kann es jetzt hier übrigens auch sein. Was ich hier auch sehr, sehr stark wahrnehme, lieber Krebs, dass du nun im Zeitraum Mitte Mai auch wieder einiges nun für dich machst, ja? Also wie ich das schon gesagt habe, ich sehe bei dir, dass du dich wirklich jetzt nun immer mehr auch an erste Stelle setzt. Gut. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Arch das sind die Archetype Cards von Caroline oder Caroline Miss. So, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was da für dich kommt. Okay. Was ja auch noch mit einer Rolle spielen kann, in irgendeiner Art und Weise, ist natürlich auch irgendwo dein physischer Körper. Weil Stierenergie, das ist auch wirklich, das ist auch mit der physische Körper. Also wo ich auch wieder das Gefühl habe, achte hier auch körperlich sehr, sehr gut auf dich. Ja, behandle dich sehr, sehr gut. Bewege dich oft, trink viel Wasser, iss was Gesundes. Ja. Widder steht auch übrigens für Sport. Kann das also wirklich auch jetzt bedeuten, lieber Krebs, dass du jetzt dir irgendeinen Verein suchst, wo du mehr unter Menschen gehst, wo du Sport machst sozusagen. Ja, das ist auch sowas, was ich hier sehe. Oder generell, wo du dich einfach bewegst. Ne? Wie zum Beispiel ein Tanzkurs oder du gehst ins Fitnessstudio, Wassergymnastik, was es da nicht alles gibt. Ja, wo du einfach mit Menschen umgeben bist. Ja, das ist auch das, was ich hier wirklich sehe. Bei einigen von euch. Weil Widder-Energie steht ja auch wirklich für. Ja, du lernst da irgendwas Neues, habe ich im Gefühl. Du lernst da irgendwas Neues, wie zum Beispiel, es kann auch Yoga sein, ne? Damit du wieder, ja, ein besseres Gespür auch für deinen Körper bekommst, ne? Damit du dich in dir selber, in deiner eigenen Haut sozusagen auch wieder wohlfühlst. So, es geht weiter, lieber Krebs. Mitte Mai Krebs. Was bringt der Zeitraum Mitte bis Ende Mai noch dem Kollektiv der Krebse? Krebs, Mitte Mai. Mitte Mai Krebs. Mitte Mai Krebs. Meine Güte, willst du hier bei dir rausfallen? Eine Karte möchte ich noch. Krebs, Mitte Mai. Dankeschön. Oh, warte mal eben ganz kurz. Ich will mal die einen Karten jetzt hier eben aufheben. Sehr, sehr interessant. Okay, also warte mal, ich muss jetzt mal damit anfangen. Du hast ja als erstes, bitte jetzt erstmal nicht erschrecken, du hast jetzt hier als erstes das Waisenkind, ja? Das Waisenkind jetzt hier richtig rum steht auf jeden Fall natürlich für Unabhängigkeit, ne? Es kann also auch jetzt wirklich für dich bedeuten, lieber Krebs, dass du dir sagst, okay, ich ziehe mich jetzt einfach mal eine Weile zurück, weil ich hier wirklich etwas Neues lernen möchte. Da haben wir jetzt hier den Ingenieur. Und bei dem Ingenieur spüre ich auf jeden Fall Ideen. Es geht um Ideen, es geht um kreativen Ausdruck, kreatives Denken. Und wir haben ja hier bei dir sehr, sehr viel Luftenergie, beziehungsweise auch mit ja, Wassermann-Energie ist ja auch Luft und Zwillinge-Energie, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass du, wenn du dich jetzt hier wirklich zurückziehst, lieber Krebs, bekommst du sehr, sehr einzigartige Ideen. Und zwar ist es dann so, dass du etwas gestaltest, dass du etwas beginnst, dass du etwas veröffentlichst vielleicht, was noch nie zuvor jemand getan hat, ne? Weil das ist nämlich auch die Energie vom Wassermann, also dass man hier etwas macht, was noch nie einer zuvor getan hat, wirklich etwas Originelles, etwas sehr, sehr Seltenes sozusagen, ne? Und mit Zwillinge spüre ich auch bei dir eine gewisse richtig starke Intelligenz, also das ist wirklich das, was ich hier habe, weil ich sehe wirklich, wenn du dich hier wirklich zurückziehst, ja, du hast hier wirklich Ideen und wo du dann auch wirklich sozusagen die Fähigkeit hast, deine Ideen aufs Blatt Papier zu bringen, sozusagen, ne, wenn du weißt, was ich meine. Das ist auf jeden Fall das, was jetzt hier richtig durchkam, sozusagen. Ja, das Waisenkind sozusagen ist auch immer so die Energie von, naja, vielleicht so ein Überlebensmodus, vielleicht auch manchmal so ein bisschen dieses Gefühl von, ich werde im Stich gelassen, ich bin alleine, auch sowas in der Richtung.
Ja, also da habe ich wirklich das Gefühl, dass daran auf jeden Fall gearbeitet wird, weil ich sehe schon bei vielen von euch, dass ihr immer mehr und mehr in euren Selbstwert schon hineinkommt. Ne? Also das ist auf jeden Fall das, was man hier schon sagen kann. So, dann haben wir die Karte, das ist der Don Juan. Bei dieser Karte werden auf jeden Fall deine positiven, verführerischen Qualitäten in den Mittelpunkt, ins Rampenlicht gestellt sozusagen. Ne? Also hier kann es wirklich bedeuten, dass du jetzt immer mehr in deine verführerische, feminine, weibliche, sexy Energie sozusagen hineinkommst. Das ist wirklich genau das, was ich hier wirklich bei dir sehe. Das spüre ich auch wirklich mit Stier und auch mit der Herrscherin Energie sozusagen. Ne? Dass da jetzt wirklich etwas, dass du irgendetwas tust, um hier wieder, um deine Qualitäten, deine verführerischen Qualitäten auch immer mehr zum Ausdruck zu bringen. Wir haben, also wir, die beiden tanzen hier, ja, und wir sehen hier im Hintergrund auch übrigens Musiknoten. Also entweder ist es wirklich so, lieber Krebs, dass du wirklich beginnst zu tanzen, Zumba, Salsa, Tango, irgend sowas in der Richtung, oder wo du beginnst auch einfach vielleicht Musik zu machen. Auch sowas kann es jetzt hier wirklich sein, ne, dass du ja, zum Beispiel singst, ja, tanzen ist ja auch mit Musik verbunden, dass du vielleicht selber Lieder schreibst, sowas in der Richtung. Apropos Schreiben, ja, also einige von euch, ihr seid auch sehr, sehr gut darin im Schreiben. Und ich habe das Gefühl, während du schreibst, bekommst du auch einige zusätzliche noch ja, Informationen. Ja, das, also zum Beispiel Journaling, sowas in der Richtung spüre ich bei dir. So, dann lass uns mal schauen, was wir hier haben für dich. Das ist ja Networking, dein Networker sozusagen. Also hier geht es auf jeden Fall natürlich um ja, soziale Medien, es geht um Briefe, es geht um Kontakte, beziehungsweise auch um Nachrichten, sowas in der Richtung. Also hier wird man auf jeden Fall, oder beziehungsweise geht es hier wirklich um das Teilen an Informationen. Das ist auf jeden Fall das, was ich hier wahrnehme. Networking, dafür steht ja auch Zwillinge, beziehungsweise natürlich auch irgendwo Wassermann. Also kann es hier wirklich bedeuten, zum Beispiel, dass du online irgendwelche Menschen kennenlernst, über Menschengruppen. Aber ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es schon etwas ist im Bereich Sport oder im Bereich ja, irgendeine Gruppe im gesellschaftlichen oder ein Hobby. Sowas in der Richtung. Weißt du, was ich meine? Warte, ich versuche das jetzt mal ordentlich auszudrücken, weil während ich channele, da muss ich immer mal gucken, dass ich da auch wirklich die richtigen Worte finde, ne? Also, ich habe wirklich das Gefühl, während du channelst oder während du Dinge aufschreibst, bekommst du einige Informationen. Des Weiteren sehe ich auf jeden Fall Networking mit anderen Menschen zum Beispiel, über Menschengruppen. Aber was ich jetzt hier wirklich sehr, sehr stark bei dir wahrnehme, lieber Krebs, zum Beispiel, dass du hier wirklich nicht unbedingt nur online dir irgendeine Gruppe suchst, wo es hier um ein bestimmtes Hobby geht, irgendeine Freizeitgestaltung, sowas in der Richtung, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ja, das ist wirklich in real life, ne? Nicht nur einfach nur übers Internet, irgendwie online, sondern auch wirklich, wo man so hingeht, ne? Oder beziehungsweise mit dem Auto hinfährt. So, dann haben wir hier für dich, das ist der Alchemist. Der Alchemist hat auf jeden Fall die Fähigkeit, Mist in Gold zu verwandeln, sagen wir es wirklich mal so. Also hier habe ich wirklich das Gefühl, lieber Krebs, dass du auf jeden Fall schon die Fähigkeit besitzt, all das, was du an Ideen hast, ne? Was deine Träume sozusagen so sind, du hast auf jeden Fall die Fähigkeit, das in die Wirklichkeit, auf die Welt sozusagen zu bringen. Bei dieser Energie geht es auch wirklich um Weisheit sozusagen, ne? Alchemisten sozusagen, die sind auch sehr, sehr weise, auch sehr, sehr schlau, sehr, sehr intelligent. Also kann es auch wirklich bedeuten, dass du vielleicht, weil wir sehen hier, dass der mit irgendwelchen Chemikalien arbeitet. Also kann es auch vielleicht bedeuten, dass du mit irgendwelchen Chemikalien arbeitest. Vielleicht möchtest du auch Kerzen herstellen oder ja, ätherische Öle, sowas in der Richtung. Ne, das ist auch das, was ich ja, bei einigen von euch sehe. So, lieber Krebs, das letzte oder nee, das vorletzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende. Das ist das Rose Oracle von Rebecca Campbell. Weil ich muss sagen, wenn man sich hier wirklich einfach mal zurückzieht, wenn man einfach mal wirklich in die Stille geht und einfach mal eine Zeit lang mit sich selber alleine ist, das muss ja jetzt nicht unbedingt lange sein, aber da habe ich wirklich den Eindruck, da werden die besten Ideen geboren. Ja, und das ist genau das, was ich hier bei dir sehe. Wenn du dich zurückziehst, wirklich in die Stille gehst, zum Beispiel mal übers Wochenende oder von mir ist auch eine Woche oder sowas, oder dir einfach mal täglich ein paar Stunden wirklich allein Zeit nimmst für dich, das reicht schon, um wirklich deine Ideen, deine Gedanken richtig wahrzunehmen. Ja. Wir gucken weiter.
Mitte Mai Krebs. Bitte jetzt noch weitere Einsichten für die Krebse. Für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai Krebs. Krebs Mitte Mai. Dazu komme ich gleich. Ich spüre auch bei dir sehr, sehr viel Comedy. Also kann es bedeuten, dass du vielleicht etwas im Bereich Comedy machen möchtest oder du dir generell sehr, sehr lustige Filme ansiehst, zum Beispiel von deinem Lieblingskomiker, zum Beispiel sowas in der Richtung. Das ist auch das, was ich bei einigen von euch gerade wahrnehme. Generell ist es auch ein Hinweis für dich, lieber Krebs, lach mal wieder mehr. Ja, hab wieder ein bisschen mehr Spaß, bring wieder mehr Freude in dein Leben. So, bitte noch mindestens eine Karte aus diesem Deck. Krebs, Mitte Mai. Krebs Mitte Mai. Noch mindestens eine Karte. Mitte Mai Krebs. Mitte Mai Krebs. Okay, ich habe das Gefühl, da will noch eine. Krebs Mitte Mai. Mitte Mai. Krebs. Bitte noch eine Karte für das Kollektiv der Krebse. Okay. Oh, wow. Ich würde sagen, damit fange ich mal an. Also, lieber Krebs, ich denke, das wird dich freuen. Guck mal. Das zweite Blühen, das zweite Erblühen sozusagen, ne? Die zweite Blüte vielleicht auch. Also, du bekommst hier auf jeden Fall eine zweite Chance. Es ist nie zu spät. Neue Möglichkeiten. Also, lieber Krebs, zum einen kann es hier wirklich bedeuten, dass du eine erneute Chance erhältst im Bereich Beruf, Karriere, Berufung, dass du nun wirklich beginnst, deinen Herzensweg zu gehen, dass du anfängst, deine Ideen in Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist dafür niemals zu spät. Ja, es kommen neue Möglichkeiten auf dich zu. Vielleicht auch wirklich direkt im zwischenmenschlichen Bereich, im Bereich Freundschaften, vielleicht auch im Bereich Partnerschaften zum Beispiel, aber das habe ich jetzt erstmal weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das Ganze eigentlich mehr freundschaftlich. Ich sehe das Ganze bei vielen von euch wirklich freundschaftlich. Ich habe das Gefühl, allein durch die Energie des Wassermanns, habe ich jetzt wirklich das Gefühl, ja, es gibt hier eine zweite Chance innerhalb einer Verbindung. Es kann auch sein, dass es eine Liebespartnerschaft ist, ist nicht auszuschließen, ne, aber hier gibt's, also hier ist etwas niemals zu spät. Wenn du dich bei jemandem melden möchtest oder dich entschuldigen möchtest, ist es niemals zu spät, ja, oder es ist umgekehrt, sowas in der Richtung. Also hier bekommt man auf jeden Fall eine zweite Chance. Die Karte unten drunter wird jetzt auch noch unbedingt, deswegen nehme ich die mit dazu, da haben wir das Thema The Breathing Rose, die atmende Rose sozusagen. Es geht ja also um Herzheilung. Es geht um Herzheilung, es geht darum, dass man sich nun wirklich hin und wieder Auszeiten nimmt. Es geht darum, dass man nun wirklich sich alles so einfach und so leicht macht, ebenfalls auch wie möglich. Es geht um Verbindungen, es geht um Emotionen. Also es geht ja sehr, sehr stark um Vergebung, habe ich das Gefühl. Hier spielt Vergebung eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es ist nie zu spät, sich zu entschuldigen. Es ist nie zu spät, jetzt hier irgendwie zu sagen, hey, ich habe missgebaut, sorry, ne? Und das ist auch das, was ich hier wahrnehme. Des Weiteren, ich sehe wirklich, hey, du bekommst ja eine Chance, wirklich deine Emotionen, deine Vergangenheit, dein Herz hier wirklich zu heilen. Dafür ist es niemals zu spät, lieber Krebs, ne? Aber man darf natürlich auch nun gewisse Arbeit daran leisten. Und das ist im Prinzip auch genau das, was ich hier sehe. Daran wird gerade wirklich gearbeitet. Es kann wirklich sein, dass jemand zusammen mit dir daran arbeitet, wie zum Beispiel ein Therapeut, die Engel, ein Coach sozusagen, ja? So, unten drunter hast du folgende Energie. Es geht darum, die Blütenblätter zu verlassen oder loszulassen. Was du gerade erfährst, lieber Krebs, ist eine radikale Transformation, ist ein Stirb- und Werde-Prinzip, Tod und Wiedergeburt, die alte Haut abschälen sozusagen und ja, alles verändert sich. Und das ist genau das, was bei dir stattfindet. Alles verändert sich. Deine Beziehungen, du veränderst dich, deine Werte sozusagen, beziehungsweise was ja eigentlich geschieht, lieber Krebs, ist, dass du in deine wahre Natur zurückkehrst, dass du wieder beginnst, du selbst zu werden. Weil wir haben hier auch sehr, sehr starke, ja, Originalitätsenergien, authentische Energien meine ich damit, ne? Das ist ja die Wassermann-Energie. Also du bist hier gerade wirklich in einer Phase, wo das, was nicht authentisch ist, wo das sozusagen stirbt, ja, das darf gehen. Wie zum Beispiel zu lange vor dem Fernseher sitzen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Oder irgendwelche Nahrungsmittel zu dir nehmen, die dir schaden. Ja, also hier habe ich wirklich das Gefühl, dass da radikal etwas von dir genommen wird. Das können auch Menschen sein oder ein Job. Damit du
nun wirklich deine Bestimmung annimmst. Und da bekommst du jetzt diesbezüglich eine neue Chance sozusagen, neue Möglichkeiten, ne? Sehr, sehr interessant. Und ja, es geschieht hier auf jeden Fall Herzheilung. Das ist auf jeden Fall das, was man hier sehen kann. Okay, dann haben wir hier für dich die Karte Held. Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt Held, ne? Sondern das ist die Karte von, man wird ja auf jeden Fall gehalten. Guck mal, du bekommst hier Unterstützung. Das ist die Hilfe, die du nicht unbedingt siehst. Also, du wirst hier getragen, du wirst gehalten, du bist in Sicherheit, lieber Krebs. Du bekommst hier Hilfe von deinen Schutzengeln, von einem Mentor, einem Coach, Therapeut, sowas in der Richtung. Ja, das ist auf jeden Fall das, was man hier sehen kann. Du bekommst Unterstützung. Du bist nicht allein. Du musst nicht alles alleine machen. Ja? Dann haben wir hier für dich, das ist die Karte. Okay, hier geht es darum, ja, plant yourself here. Also hier geht es darum, sich zu erden, sich ja wirklich zu pflanzen, sich zu verwurzeln sozusagen. Also es geht hier um Integration, es geht um Embodiment, das ist die Energie von etwas verkörpern und es geht hier wirklich um geerdete Aktion. Also hier habe ich wirklich das Gefühl, dass man hier nun wirklich in Aktion gehen darf, in Aktion treten darf, wenn es hier wirklich um deine Ideen geht, wenn es hier wirklich um deine ja, wenn es darum geht, ja, um Herzheilung zum Beispiel, wenn es darum geht, die Vergangenheit loszulassen. Aber generell sagt die Karte generell auch, das ist auch wieder so eine Herrscherin-Energie, die du hier im Zentrum auch hast, ne? Da geht es auf jeden Fall darum, sich zu erden, wieder mehr rauszugehen in die Natur. Und du wirst spüren, dass du getragen bist von Mutter Erde. Das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. Habe Vertrauen in deinen Prozess, lieber Krebs, soll ich dir sagen. Hab hier Vertrauen in deinen Prozess. Es ist alles bereits im Gang. Aber ich würde lügen, wenn ich dir wirklich sage, hey, im Mai hast du es geschafft. Ne, weil solche Hoffnungen gebe ich einfach nicht weiter. Ich mache niemandem wirklich falsche Hoffnung. Ne? Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass es so ist, weil ich mache wirklich hier niemandem falsche Hoffnung. Weil das ist ein Prozess, das kann auch schon noch ein kleines Weilchen dauern. Aber im Prinzip ist es ja auch egal. Hauptsache, die Arbeit wird hier getan, die erledigt werden muss, ja? So, Krebs, Mitte Mai. Noch ein paar letzte Botschaften, bitte für die Krebse. Für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai, Krebs. Mitte Mai Krebs. Ja, also was ich bei dir sehr, sehr stark wahrnehme, ist, dass du wirklich total sicher bist. Du bist sicher, physisch gesehen, ätherisch sozusagen bist du auch getragen, also wirst unterstützt von den Engeln sozusagen. Das ist auch das, was ich hier sehr, sehr stark wahrnehme. Also du wirst hier wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Ja? Aber du darfst natürlich da diesbezüglich auch um Hilfe bitten, weil von nichts kommt nichts, ne? Wenn du schon Ideen hast, darfst du diese auch umsetzen. Niemand, lieber Krebs, wird kommen, um dich zu retten. So, noch eine Botschaft bitte, noch mindestens eine Botschaft für das Kollektiv der Krebse. Für den Zeitraum Mitte Mai. Dankeschön. So, unten drunter, lieber Krebs, hast du. Ganz genau, das passt. Grüne Tara, beginne zu delegieren. Bitte andere, auch mich, dir zu helfen, statt alles alleine machen zu wollen. Also hier sieht man auf jeden Fall, hey, guck mal, du hast doch ein Recht darauf, nicht alles alleine machen zu müssen. Ja, du hast ein Recht auf Hilfe. Es gibt ja Energien, es gibt Menschen, die könnte hier auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, also hier sehe ich auf jeden Fall, ja, du suchst hier auf jeden Fall Hilfe. In irgendeiner Art und Weise bittest du hier wirklich um Hilfe und lässt dich hier sozusagen auch wirklich helfen. Ne? So, dann haben wir hier für dich, das ist die, ja. Das ist genau das, was ich gespürt habe. Und jetzt haben wir hier auch noch die Karte, ne? Sehr, sehr interessant. Das ist die Karte Sedna mit der unendlichen Fülle. Du bist mit allem versorgt. Heute und immer da. Solltest du dir irgendwie Sorgen machen, lieber Krebs, auch gesundheitlich, mach dir bitte keine Sorgen. Ja, ich meine, wenn du irgendwelche Beschwerden hast, bitte geh zum Arzt. Aber allgemein auch physisch, finanziell gesehen und so weiter. Ich sehe, du wirst hier wirklich auf jeden Fall immer versorgt. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt immer so aussieht, aber die Karte möchte sagen, hey, du wirst auf jeden Fall das bekommen, was du brauchst. Deine irdischen Bedürfnisse werden erfüllt werden. Ja? So, jetzt haben wir hier für dich, das ist, ja, wow. Hammer.
Mutter Maria, erwarte ein Wunder. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden, lieber Krebs. Deine Gebete werden erhört werden. Deine Gebete um Sicherheit, um finanzielle Fülle, um die Vergangenheit loszulassen, um Heilung, das wird geschehen. Ich weiß jetzt nicht, worum du gebeten hast alles, aber das wird alles geschehen. Lass hier wirklich los, entspann dich. Lach mal wieder, schau dir irgendeinen lustigen Film an. Ja, mach irgendetwas, um deine Energie auch irgendwo natürlich auch positiv zu halten sozusagen. Ne? Also weg mit Negativität, kannst du nicht gebrauchen. Ne? Also, lass mal kurz überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Nö, erwarte ein Wunder. Finanziell gesehen, freundschaftlich vielleicht auch, habe ich gerade so ein bisschen im Gefühl. Mach dich auf das Unerwartete gefasst, habe ich das Gefühl. Aber natürlich nicht in Bezug auf jemanden, der dich immer und immer wieder im Stich lässt. Ne? Ich glaube nicht, dass es so jemand ist. Okay. Lieber Krebs, ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Rest Mai und ebenfalls auch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Und bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss!